Meisterschaft von Königshofen-Rennen der Rundfunk-Arie mit 8.2 als erste Titelflagge. Und der erste Aschiroko gleich hinten dran mit der Startnummer 115, Schlusssache Thomas Lenke, 18 Erdplatz auf die Kontrollfahrt Motorsport. Nun also ins Ziel gebracht an der zur Zeit noch gesamt 15. Position hat man dieses Mal durchgefunden. Und natürlich schauen wir parallel dazu dann auf die Einführung, die kommt. Ja, hier war.
Grenzen kommen, die müssen auch noch durchschlagen werden. Insbesondere das Neuwaldischer Punkt, auch bei den Zeichen in Richtung Schwalbenland, auch dort wird natürlich ein Fahrer mehr kommen, während wir hier den nächsten begrüßen mit der 173. Ist das dann das Auto schwarz und grün lackiert, der Monatsbewohner von BMW Z4, hier für Seber und Schupp, die gleichfalls nun hier oben bei Schaden angekommen ist und dann hier 24 Stunden einen Lauf absolviert haben. Es geht in Richtung Kaltenkopf für die Spitze. Es geht dann anschließend in Richtung der Löckinger Höhe. Sie hat das Tempo so massiv ausgenommen. Innenseite für den Rückplatz, Außenseite natürlich auch, soll er da jetzt noch irgendwas passieren, ist auch gar nicht notwendig. Die machen da jetzt Fahrflug vorne und sammeln das Fahrzeug, sammeln das restliche Feld hinter sich als sehr riesig unterwegs, um hier eine Einführungsrunde zu haben, mit einem heutigen Start abschließend. So, wie ich das von gestern Nachmittag kenne, 16 Uhr gestern, 16 Uhr heute, die Bilder sind ein kleines bisschen ähnlich, nur mit etwas anderen Fahrzeugen. Gerade in den weiteren folgenden Reihen, die sich dahinter dann aufgeschlüsselt haben, die sich dort zusammenraufen, die teilweise dann auch die Gründe miteinander fahren, jetzt dann auf der Höhe befinden. Der dürfte hier dann vor Augen für die Mannschaft rund um Olaf Mannheim, rund um die Schafe Nummer 1, um die Mannschaft, die ganze Gruppenzeit, die sich vergangenen Jahr, Timo Bernhard, Roman Kübers und Marcel Schmann. Die Zeitpapiere, die haben wir ja schon bereits hier oben gesehen, während ein BMW das Ganze jetzt vielleicht auch ein bisschen zu langer geworden ist, hat ein bisschen zu heiße Motortemperaturen bekommen und muss noch ein kleines bisschen Fahrt aufnehmen. Ist ja auch vorstellig, hier oben ankommt, schwarzer Karriere, ist ja längst draußen. Das ist im Übrigen die Startnummer 153, 158, irgendwas in dieser Richtung. Haben wir doch gesehen, dass sie sich dort vorgefahren hat auf der Start, auf der Löttinger Höhe. Während wir weiterhin bei den beiden Mannheim Porsche bleiben, da geht es jetzt in Richtung Antoniusgrube, dann folgt der Tiergarten, die Schale Hochheim, dann dürfen wir sehen, wie es bereits von hier oben angekommen ist, bei Schaden 4, auf den Abzieher und den dritten, da müssen wir ab auf die, dann gratulieren, aber noch ist es nicht so weit, jetzt wird sie die Schale Tiergarten und Schaden anfahren, Richtung Hohenheim Schale. Bis hier dann bei Schafenziel die beiden gelben, mittelgrün lackierten, oder in der Mitte hellgrün und dunkelgrün lackierten, aus dem Scheinwerfer hier bei Schafenziel sehen, dann ist jetzt der Fall, die Scheinwerfer kommen und so gehen jetzt auf die Schafenziel gerade ihre vierten Gesamtsieg in Folge entgegenfahren. Der Mannschaft von Mannheim Racing in ganz, ganz langsamer Fahrt werden wir es genießen, auch was jetzt noch an der Tribüne los ist. Glückwunsch an die Gesamtsieger, an Timo Werner. An die Startnummer 1 an der Wagenlieb, an Roman Übers und Marcel Schiemann. Und es schleppt sich auch ins Ziel ein bisschen hinterher. Ich könnte die Startnummer 1 und das 42 Jahre nach dem Leben haben. Wieder, jetzt durch, Timo und Jörg Reda, Glückwunsch geht auf Glückwunsch. Ich war natürlich